Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mini-Ninjas, meine lieben Tomodachis. Ja, der Endboss beim letzten Mal hat mich genervt, darum habe ich eine Aufnahmepause gemacht, weil, wollen wir ehrlich sein, der Endboss war ein guter Endboss. Ich war einfach nur komplett übermüdet, was vorkommen kann und ja, deswegen war es, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung, einfach zu sagen, gut, ich mache eine Aufnahmepause, darum geht es jetzt hier einfach munter weiter. Let's go! Weg zum Windgrastal. Irgendwie erwartet man, dass da was bricht, so wie hier an der Stelle. Schade, dass man sich nicht klassisch abrollen kann. Erstmal wichtig nachzugucken. Gibt es hier was zu holen für uns? Oh ja, anscheinend sogar direkt da vorne. Eventuell. Also schleichen wir hier schon mal gekonnt rüber. Da bin ich doch mal gespannt, was wir hier. Kann ich hier auch hoch? Also theoretisch schon, aber sollen wir nicht. Okay. Das ist nur eine Textur. Ich glaube, da sollte ich keine Bombe dran verschwenden. Es geht hier rum und es geht da hoch. Warte mal. Aber geht es da tatsächlich hoch oder? Ich bin unsicher. Ich würde sagen, wir gehen da mal einfach gucken. Wir gehen hier mal einfach gucken. Tatsächlich kommt man hier auch hoch, ja. Gut, dann hier anscheinend wieder nicht. Oder doch? Auf jeden Fall kann ich mich hier lustig langhangeln. Aha, hier kann er hoch. Weiter hoch, hier geht wahrscheinlich eher nicht. Na, gucke mal. Hier gibt es auch wieder theoretische 8 zu finden. Okay, scheint nicht so verkehrt zu sein hier. Da laufen sie. Die Schlinge. Ja, da können wir schon mal grob erahnen, was uns da hinten erwarten wird. So, hier haben wir die Opferblume gefunden. Da gibt es auch noch Sachen zum Einsammeln. Ich muss husten. Da hatte ich gerade ein fieses Kratzen im Hals, was von jetzt auf gleich kam. Da ist schon der Schrein. Ich gucke nur, ob hier noch irgendwas Interessantes anderes ist. Aber nein. Okay, let's go. Jetzt bin ich aber gespannt, was wir für eine Fähigkeit kriegen. Schallwelle. Erzeugt um den Wirker herum eine explosive Schockwelle, die sämtliche Gegner zurückwirft. Klingt gar nicht mal so verkehrt. Will ich jetzt hier gerade noch nicht ausprobieren. Was hat er uns dafür weggenommen? Unsere Blitzattacke. Warte, die will ich aber auf jeden Fall wieder drin haben. Blitz. Die Schockwelle können wir auch nehmen. Dann würde ich den Trank mal eben rausnehmen. Ob wir das Licht hier unbedingt brauchen, weiß ich nicht. Aber wir haben ja auch genug Plätze theoretisch frei. Von daher ist das halb so wild. Die Angel könnte man auch wieder reinpacken. Und ansonsten kann man das ja schnell wieder ändern. So. Ich laufe aber hier zurück. Schönes Farbspiel. Ich laufe hier zurück, weil da ging es ja auch noch weiter. Hier unten. So, apropos hier unten. Gibt es denn hier noch was zu holen?
Ja, aber da können wir noch nicht hin, alles klar. Das kommt also später. Ach stimmt, warte mal, da wo ich auch gerade hätte runtergehen können beim Schrein, da gab es ja auch noch Sachen zum Einsammeln. Oh. Die Frage ist, wollen wir hier überhaupt schon hin? Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich einfach nicht. Wo ist denn die Stelle, wo ich runter hätte gehen können? Die suche ich jetzt natürlich gerade. Wäre das da oben gewesen? Anscheinend. Die Druckwelle will ich gerade mal noch nicht ausprobieren. Oh, Kacke! Haben die mich gesehen? Nein. Nicht umdrehen, nicht umdrehen, nicht umdrehen. Mist. Nicht alle erwischt, wie ich mir das vorgestellt habe. Wo ist denn dein Kumpel? Mist. Ah, der Kumpel wurde anscheinend auch vom Blitz erwischt. So, und hier sind wir ja quasi gestartet, richtig? Hier ist die Brücke auf jeden Fall. Und direkt am Anfang so viel übersehen, na hör mal. Gut, ich bin direkt hier rüber gelatscht, ne? Ups. Wo ist denn die Stelle? Wir konnten ja auch runtergucken bei der Stelle. Nein, nein! Ich weiß nicht, was mich gerade geritten hat. Ich wollte sprinten tatsächlich. Ich wollte sprinten. Warum auch immer ich jetzt den Blitz dann beschworen habe. Welches Spiel hatte ich denn jetzt gerade wohl im Kopf, dass man da rennt? Kann das sein, dass man das bei einem der Naruto-Games gemacht hat oder so? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Ist ja nichts passiert. Halb so schlimm. Mist. Muss ich jetzt extra nochmal wegen den Items zurücklatschen? Das war da oben, glaube ich. Sollen wir mal den hier probieren? Na komm, let's go. Okay, so toll finde ich das nicht. Ich renne gerade weg wegen dem Flötenheini. Der uns auch verfolgt. Ja, ich konzentriere mich eigentlich gerade auf den Flötenheini. So. So nämlich. Ja. Okay. Ja, wie gesagt, die Druckwelle finde ich jetzt nicht so geil als Attacke. Muss ich mal leider so sagen. Können wir die Banner auch kaputt machen? Nein? Okay. Aber die Zelte.
Die Zelte von den Bastarden können wir einreißen. Nieder mit dem dreckigen Clan. Was ist das denn? Oh, Petersilie. Petersilie. Da Petersilie in Grasgebieten wächst, ist sie mitunter schwer zu finden. Okay. Alles andere haben wir, glaube ich, auch gelesen, ne? Uns fehlt wirklich eigentlich nur noch der Pilz hier dann. Okidoki. So, warte mal. Ich bin immer noch mit mir am Hadern, ob ich zurückgehen will. Wegen den Items oder nicht. Ich meine, einerseits Blödsinn, andererseits wer weiß, wofür wir die noch brauchen können. Treppe zum Windgrasfluss. Stand da Fluss? Ja, ne? Oder habe ich mir das beim Lesen jetzt nur eingebildet? Ja, Fluss, okay. Anscheinend werden wir irgendwo da oben runterkommen. Ja, komm, wir gehen nochmal schnell zurück. Wir walken nochmal schnell für die Items zurück. Ist halt jetzt ein Umweg, aber komm. Auch halb so wild. Muss ich nur überlegen. Da sind wir hier hoch, richtig? Und dann über den Baumstamm. War doch so, oder? So, genau hier rüber. War das hier? Nee. Wo, warte mal. Hä? Doch, muss ja. Genau, hier war der Schrein. Hä? Aber was habe ich denn da für Items gesehen, Hammer? Oder bin ich jetzt gerade blind? Und habe vorhin richtig geguckt. So. War das denn hier? Anscheinend schon. Aber... Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Der Weg war umsonst. Tatsächlich ja. Okay. Ärgerlich, ja. Oder ich hatte noch. Oder wir hatten gerade noch eine andere Stelle. Na komm, ist wurscht. Bin ich da jetzt halt umsonst nochmal hingelatscht? Diese blöde Druckwelle will ich nicht ausgerüstet lassen. Die finde ich wirklich richtig bescheiden. Ich meine, kann sein, dass die nützlich ist, wenn man wirklich richtig umzingelt ist, um die halt von sich wegzustoßen. Aber ansonsten... Items? Nicht? Okay. Okay. Was geht hier ab? Wir können normal kämpfen, glaube ich. Nein! Oh, fuck! Ja, das war jetzt wirklich aus Versehen. Das war jetzt wirklich aus Versehen, ey. Weil ich aus Versehen rausgerollt bin. Dann ist er direkt in die... Fight Stance gegangen. So. Ups, voll daneben. Also ich voll daneben. So. Tiere befreien. Die Zelte der Feinde niedermachen. Söhrchen. Kann man sich da unten, das sieht aus, wenn man sich da lang kann.
Apropos Langhangeln, wird Zeit, hier einmal kurz nachzugucken. Irgendwo da drüben. Ich glaube, ich falle jetzt schon runter. Da geht's aber runter, irgendwie. Von hier, oder was? Scheint so, ja. Ja, du sollst... Hä? Warte mal. Wie war denn das jetzt nochmal? Ach so. So. Alles klar. Okay. Hui. Unten im Wasser irgendwas Interessantes? Seht ihr das da hinten? Kommt man da irgendwie so hin? Oder müssen wir jetzt eh komplett rum... Wahrscheinlich müssen wir eh komplett rum. So. Dann gehen wir auch einmal komplett rum. Wenn wir da eh hin sollen. Kann ich übrigens die Kamera nicht drehen. Das war wahrscheinlich die Hilfe, ne? Ja. War selbsterklärend, wenn man Spiele spielt, die diese Funktion auch haben. Ich fall runter, weil die Kamera gerade so blöd gewechselt ist. Interessante Musik hier an der Stelle. So. Hopp. Bisschen Sprung einlagen. Oh, das war knapp. Ich habe gedacht, das ist ein komplettes Podest. Hier können wir aber so runter. Da drüben ist das Fenster, was man vom anderen Ufer aus gesehen hat. Wenn man ins Wasser gegangen wäre, wäre man da irgendwie wieder rausgekommen? Wahrscheinlich schon. Nein! Oh, ich hab gleich Fall. Nein! Oh, Brudi. Ich wollte eigentlich diesen Wandlauf machen, der hier gar nicht so leicht ist. Da kannst du wirklich besser fast so springen. Oh, ein Tengu. Anscheinend sein Schlafplatz hier. Nakarasu Tengu, alles fruchtig. Schau, die bösen Samurai stecken das Gras in Brand, um die Tiere herauszutreiben. Wie grausam. Außerdem halten sie in einem nahegelegenen Lager einen deiner Freunde fest, glaube ich. Na, wenn du das sagst. Okay. Da hinten fliegen sie. Okay, da kommen wir anscheinend später hin. So, warte mal. Ich tippe mal zurück. Hä? Ich habe doch hier irgendwo schon gerade Pilze gesehen. Na, kleiner Fuchs. Da ist auf jeden Fall einer. Oh, hier kann man nicht lang. Alpha-Wand. Da ist ein Speicherpunkt. Boah, alle rote Rüstung. Heißt auf jeden Fall robuster.
Ja, hier können wir dann wieder lang, komischerweise.